Herzlich willkommen beim Gründer Kulturkanal. Mein Name ist Constanze Naujoks und ich bin Bibliothekarin in der Stadtbibliothek. Und ich habe mir etwas rausgesucht zum Vorlesen, was vielleicht manche kennen werden. Und zwar Max und Moritz von Wilhelm Busch. Mir wurde es als Kind vorgelesen, auch meiner Mutter wurde es schon als Kind vorgelesen. So ist es für die Älteren vielleicht etwas, was sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen und für Kinder vielleicht etwas, was ihnen ganz neu ist. Die Geschichte von Max und Moritz. Wilhelm Busch. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirchen oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Der erste Streich. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch. In die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Beute, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde 1, 2, 3 schneiden sich das Brot in zwei. In vier Teile jedes Stück, wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden, über Kreuz ein Stück an jeden und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, kikeriki, tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter, jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines rechts von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her. Flattern auf und in die Höhe, ach herrje, herrjemine. Und sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Witwe Beute in der Kammer hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ach, was war das für ein Graus? Fließet aus dem Aug ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Der zweite Streich. Als die gute Witwe Beute sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die hienieden, schon so früher abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren, gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerupft am Herde lagen. Sie, die einst in schönen Tagen, bald im Hofe, bald im Garten, lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Beute weint aufs Neue und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Beute in den Keller, dass sie sich vom Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache.
Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schwuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schwuppdiwupp, jetzt Nummer 2, schwuppdiwupp, jetzt Nummer 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4, schwuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitzer ist genau und der bellt Rabau, Rabau. Aber schon sind sie ganz munter, fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt steht sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke, schnarchen aber an der Hecke. Und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich. Der dritte Streich. Jeder Mann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose. Wie und wo und was es sei, hinten vorne einerlei. Alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum hat so in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich vor des Meisters Haus floss ein Wasser mit Gebraus. Übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge. Ritze, Ratze voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, meck, meck, meck. Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn ihm dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle. Denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes Meck, Meck, Meck. Und schon ist er auf der Brücke, kracks, die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es Meck, 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 plumps, da ist der Schneider weg. Gerade als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er aufs trockene Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie der Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald hieß es im Dorf hinunter, hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechensachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden. Denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen sinnen aber schon auf Possen, ob vermittelst seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben. Wo die Meerschaumpfeife stand, Max hält sie in seiner Hand.
Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde, stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lämpel seine Kirche zu. Und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tabaksdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der, Gottlob, lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren? Wer soll nun für und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten seine Amtestätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil. Nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. Wer jetzt wissen möchte, wie es mit Max und Moritz weitergeht, der kann sich den zweiten Teil anschauen.